Die Hütte brummt, der Stahlstreit, der kocht weiter. Es gibt kaum eine Branche, die immer so sehr in Bewegung ist wie die deutsche Stahlindustrie. In den 90ern war das kein bisschen anders. Auch damals ging es um Überkapazitäten im Stahlgeschäft und Verluste, die deutschen Stahlunternehmen einfahren. Um wettbewerbsfähig zu sein, fusionierten die Konzerne Hoesch und Krupp. 30.000 Arbeitsplätze sollten abgebaut werden. Die Menschen protestierten dagegen in der Nacht der 1000 Feuer. Heute, vor 25 Jahren, gehen sie mit Fackeln und Kerzen auf die Straße. So war's. Dortmund ist erleuchtet. Zehntausende ziehen mit Fackeln über die gesperrte B1. Die Angst um ihre Existenz treibt die Stahlarbeiter auf die Straße. Ja, wenn ich entlassen werde, dann ist vorbei. Ich habe einen hüttenspezifischen Beruf gelernt. Und wenn ich gekündigt werde, wie viele hunderte Kollegen von mir auch, dann ist vorbei. Was soll man da anders machen? Und es sind nicht nur die Stahlarbeiter. Viele Menschen demonstrieren für den Erhalt der Arbeitsplätze. Also ich bin Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde. Ich denke, dieser Tag muss ein Zeichen der Solidarität sein. Unsere ganzen Angestellten gehen. Auch der Chef hat ja schon gesagt. Organisiert wird die Nacht der 1000 Feuer von den Gewerkschaften. Der Modelltischler Hans-Otto Wolf war damals im Betriebsrat des Hoeschwerks in Dortmund. Wir haben erst einmal versucht oder wir haben gehofft, dass wir einen Aufschrei erzeugen, der die Landesregierung wachrüttelt. Dass dieser Konzern Verantwortung übernimmt, neue Arbeitsplätze auch gleichzeitig an den Standorten zu schaffen, damit die Leute der jeweiligen Region eine Überlebenschance haben. Nur wenige Monate vorher hatte das kleinere Unternehmen Krupp das größere Unternehmen Hoesch geschluckt. Es war die erste feindliche Übernahme in Deutschland, organisiert von Krupp-Chef Gerhard Kromme. Jetzt will die neue Krupp-Hoesch-Stahl AG Synergieeffekte nutzen. Die Probleme in Siegenhagen werden dazu führen, wenn nicht in allernächster Zeit noch irgendwelche neuen Erkenntnisse kommen, dass wir dort vor Schließungen stehen. Und ein weiteres Werk muss weg. Entweder das Hoeschwerk in Dortmund oder das Kruppwerk in Duisburg-Rheinhausen. Deshalb gehen in der Nacht der 1000 Feuer auch die Rheinhausener auf die Straße. Würden Sie auch eher sagen, Duisburg ist mir lieber als Dortmund? Na, so kann man das nicht sagen. Das ist jetzt, würde ich jetzt sagen, das ist wieder ein Gegeneinander ausspielen. Und das soll nicht sein und das darf auch nicht so sein. Wir müssen zusammen kämpfen und wir müssen noch mehr kämpfen als vor 5 Jahren. 5 Jahre zuvor tobte in Rheinhausen der wohl härteste Arbeitskampf in Deutschland. Schon damals will Krupp-Chef Gerhard Kromme die Hütte in Rheinhausen schließen. Die Belegschaft wehrt sich nicht nur mit Eiern. Betriebsleiter Helmut Lackmann mobilisiert seine Männer. Das Buch der Geschichte ist jetzt aufgeschlagen. Und jetzt liegt es an euch, hier mal ein paar neue Seiten zu schreiben. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt und wie man diesen Vorstand in die Knie zwingt. In Rheinhausen trotzen die Stahlarbeiter dem Krupp-Vorstand einen Kompromiss ab. 2 Drittel der Hütte wird geschlossen, 1 Drittel überlebt. Und jetzt, 5 Jahre später, soll das Werk doch dicht gemacht werden. Wieder wehrt sich Rheinhausen, wieder nimmt Helmut Lackmann den Kampf auf. Jetzt muss mal Schluss sein, immer die Straßenblockaden und solche Sachen. Und dann kam ja die Nacht der 1000 Feuer und da ging das Revier mit uns auf die Straße. Und das hat natürlich Mut gemacht. Ne? In der Nacht der 1000 Feuer steht das Ruhrgebiet zusammen. Einige Wochen später lässt Gerhard Kromme dann verkünden, welches Werk geschlossen wird. Das heißt für Rheinhausen leider, dass das Werk hier stillgelegt werden muss. Über 2000 Menschen verlieren in Rheinhausen ihre Arbeit. Das Werk in Dortmund bleibt. Ein Grund zur Freude ist das aber nicht. Als ich da hörte, dass Rheinhausen geschlossen wird, da habe ich dann gedacht, wir haben also auch jetzt erst einmal nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung, um uns über zukunftsfeste Konzepte Gedanken zu machen. Genau so ist es. Denn 4 Jahre später managt Krupp-Chef Gerhard Kromme die Fusion mit Thyssen. Wieder verlieren Stahlarbeiter ihre Arbeit, diesmal sind es die in Dortmund.
muss man eindeutig sagen, insbesondere mit dem historischen Blick von heute, dass Kromme da wirklich eine historische Leistung vollbracht hat, indem er die Konsolidierung der Eisen- und Stahlindustrie aus eigener unternehmerischer Kraft vorangetrieben hat. So sieht der Historiker die Leistung von Gerhard Kromme. Stahlarbeiter dagegen fühlen sich von dem Manager verraten und verkauft. Ich glaube, es war ein Hasardeur, der nichts, aber auch nichts mit Menschen zu tun hatte. Da galt sein eigener Boni und da ist er über Leichen gegangen. Vor 25 Jahren stellte sich das Ruhrgebiet hinter seine Stahlarbeiter. In der Nacht der 1000 Feuer demonstrierten sie für den Erhalt von Tausenden von Arbeitsplätzen. Die gingen dann doch verloren, doch die Bilder stehen bis heute für den großen Zusammenhalt im Ruhrgebiet.